Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Jetzt passiert's doch mal. Ich hatte mir ja immer vorgenommen, das mache ich nicht, aber jetzt mache ich es doch mal. Jetzt erzähle ich mal über ein Objekt, an dem ich selber arbeite. Also ein astrophysikalisches Objekt, an dem ich selber wissenschaftlich tätig bin. Mein Lieblingsobjekt, der Krebsnebel. Die Frage ist heute, was steckt im Krebsnebel und warum ist der so interessant? Ja. Der Krebsnebel, das ist einfach mein absoluter Liebling, weil er in relativer Nähe zu unserer Sonne, mit einem Abstand von 6000 Lichtjahren, da steht und mich einfach völlig fasziniert. Der Krebsnebel, hier ist er, ich gönne mir mal 3 Sekunden des Anschauens, ein wunderbarer Nebel, mein Gott ist. Also, bevor ich jetzt hier in weiterer Ehrfurcht, der Krebsnebel, wie fange ich denn damit an? Der Krebsnebel ist 6000 Lichtjahre von der Sonne entfernt, hat einen Durchmesser von 10 Lichtjahren ungefähr und ist der Überrest einer gewaltigen Sternexplosion. Das, was man auf dem Bild sieht, die ganzen Filamente und so weiter, das sind alles Überreste dieser wahnsinnigen Explosion, von der wir genau wissen, wann sie passiert ist. Nämlich ungefähr, na genau, also so circa, um es genau zu sagen, am 4. Juli des Jahres 1054 hat ein chinesischer Hofastronom, kam morgens aus dem Haus und rief sein, nein, Quatsch, also er hat entdeckt, dass es einen zweiten Stern am Himmel gibt, neben der Sonne, und zwar am Tag zu sehen, ein Gaststern. Am 4. Juli 1054 erschien ein zweiter Stern am Tageshimmel. Der war 23 Tage lang zu sehen. Er war heller als in der Nacht heller als alle anderen Sterne. Und er wurde in China beobachtet, er wurde in Japan beobachtet. Es gibt sogar indianische Zeichnungen in Nordamerika, die am 5. Juli des Jahres 1054 offenbar, so kann man zurückrechnen heute, die Konjunktion des Mondes mit diesem Gaststern am Himmel gesehen haben. Also die beiden waren relativ nah aneinander. Nur in Europa, da hat es keiner gesehen. Es gibt keinerlei Aufzeichnung davon, dass irgendjemand in Europa gemerkt hätte, dass da ein zweiter Stern am Himmel ist. Ist eine Merkwürdigkeit, wissen wir nicht, woher es kommt. Was ist so fantastisch am Krebsnebel? Tja, wo fange ich da an? Weiß ich gar nicht, wie ich da... Zunächst einmal, dieses Ding, was Sie da gesehen haben, diese thermischen, nämlich thermischen Filamente, diese komischen Striche, da ist thermisches Gas drin. Diese Überreste von diesem Stern kann man heute genauestens ausmessen, spektroskopisch. Sieht man also Sauerstofflinien, Stickstofflinien, Calcium und so weiter. Und dieser Stern, der da explodiert ist, hatte offenbar 8 Sonnenmassen vor seiner Explosion. Danach war er tot, war er vorbei. Und diese Entdeckung der chinesischen Astronomen im Jahr 1054 hat später Astronomen, war für spätere Astronomen ganz wichtig, weil damit so in gewisser Weise eine Kalibrierung entstand, wann dieses Objekt überhaupt am Himmel aufgetaucht ist. 1700 ein paar zerquetschte, 1771 glaube ich, hat Messier dieses Objekt, nämlich diesen Nebel, als M1 benannt, also den ersten Nebel in seinem Katalog. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde klar, dass also dieses Objekt der Überrest einer Explosion ist. Und zwar deswegen, weil man nicht nur gesehen hat, was in den Filamenten steckt, nämlich dieses thermische Material, das Gas, einfach Gas, was einfach nur aufgrund seiner Temperatur von 10.000 Grad strahlt, sondern man hat auch noch gemessen, dass die Filamente sich bewegen. Und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von bis zu 30.000 Kilometer pro Sekunde. Aber es ist nicht nur das, sondern dieser Nebel, dieser Krebsnebel, der strahlt auch ein ganz weißes Kontinuumslicht aus. Also nicht nur die Linien von gewissen Elementen, sondern auch ein ganz weißes Kontinuumslicht. Der Krebsnebel, das verrate ich Ihnen jetzt mal, ist das einzige Objekt in der Milchstraße, das man mit einem Amateurfernrohr beobachten kann, dessen sichtbare Strahlung nicht thermischen Ursprungs ist. Der Krebsnebel ist ein Juwel der relativistischen Astrophysik. Ja, ja, ja doch. Also, okay. Ich muss Ihnen ja dann offenbar erstmal erklären, was der Unterschied ist zwischen thermischer Strahlung und nicht thermischer Strahlung. Das habe ich ja ganz vergessen. Thermische Strahlung ist klar. Müssen wir noch drüber reden? Also machen wir es ganz kurz. Die Bewegung von Teilchen, also von Atomen, ist ein Maß für die Energie, die sie haben. Die Energie ist ein Maß für die Temperatur. Je nachdem, wie oft die Teilchen zusammenstoßen und so weiter, springen Elektronen in den Atomen von einer Schale zur anderen. Dabei wird eine gewisse Menge an Energie abgegeben. So entsteht thermische Strahlung. Thermische Strahlung ist also ein Gewusel von Teilchen, die da sich durchbewegen und die sich aufgrund ihrer kinetischen Energie strahlen immer mal was ab. Das ist normal. Ja?
Thermische Strahlung ist das, was wir normalerweise sichtbar beobachten von Sternen. Sterne haben eine gewisse Oberfläche, da ist eine gewisse Temperatur, die Sonne zum Beispiel 5800 und so weiter. Und deswegen strahlt die im Grün-Gelben. Andere Sterne sind viel heißer, nicht? Die haben eine Oberflächentemperatur von 40.000 Grad und die strahlen dann eher im Blauen oder Ultravioletten ab. Insgesamt hat so ein Stern also ein ziemlich breites Spektrum, je nach seiner Temperatur. Das ist thermische Strahlung. Gut. Das Thema zur Seite. Nicht-thermische Strahlung hat also offenbar etwas damit zu tun, dass Teilchen Energien haben, die nicht thermisch sind. Thermisch war ja dieses ganze Gewusel da durcheinander. Nicht-thermisch sind Teilchen, deren Energien relativistisch sind, die sich also mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Vor allen Dingen Elektronen, also leichte Teilchen, bewegen sich mit fast Lichtgeschwindigkeit. Und wenn die dann durch eine Kraft, die nicht thermisch ist, also nicht den Stoß mit anderen Teilchen, sondern zum Beispiel durch ein Magnetfeld, nehmen wir eine Magnetfeldlinie, sehen Sie die? Okay, jetzt nehmen wir ein Elektron und das Elektron wird von dem Magnetfeld dazu gezwungen, um die Feldlinie herum zu gyrieren, wie wir sagen, also da herumzukreisen. Das kommt aus dem Griechischen, Gyros, dreht sich. Das Teilchen gyriert um die Magnetfeldlinie herum und wenn ein geladenes, relativistisches, wenn ein geladenes Teilchen aus einer normalen geraden Bewegung, eigentlich will das Elektron ja geradeaus fliegen, aber von der magnetischen Kraft, also der Lorentzkraft hier abgelenkt wird, also beschleunigt wird, dann fängt das Teilchen an zu strahlen. Jede Bewegung, die nicht gleichförmig ist, also geradeaus, sondern gebogen ist, führt bei einem Teilchen dazu, dass das Teilchen strahlt. Und das ist ein nicht-thermischer Prozess. Und zwar deswegen, weil die Quelle für die Strahlung von einem Teilchen kommt, das nicht-thermische Energien hat und von einem Magnetfeld, das ebenfalls nicht-thermischen Ursprungs ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir den Krebsnebel betrachten, dann sehen wir etwas, ein Gebiet, was einige Durchmesser von 10 Lichtjahren hat, in dem Strahlung nicht thermisch produziert wird. Woran erkennt man das? Man erkennt es daran, dass diese Strahlung polarisiert ist. Das heißt, sie hat eine bestimmte Vorzugsrichtung, in der sie schwingt. Der elektrische Vektor fällt, das elektrische Feld dieser Wellen ist in einer bestimmten Richtung geordnet. Das liegt daran, dass die Teilchen entlang der Magnetfeldlinien gerieren und dabei eben das elektrische Feld genau in einer bestimmten Richtung abgestrahlt wird. Und deswegen kann man schließen aus der Polarisation, dass es sich um nicht-thermische Strahlung handelt. Haha. Der ganze Nebel, das ganze weiße Licht dieses Nebels ist nicht-thermisch, ist polarisiert. Irgendetwas muss in diesem Nebel stecken, was dafür sorgt, dass hochenergetische, ultrarelativistische Elektronen um ein Magnetfeld herum diese Strahlung abgeben, diese Synchrotronstrahlung. Unglaublich, unglaublich. Und das ist ja nicht nur im Radiobereich, also man hat diesen Nebel auch im Radiobereich entdeckt, das war eine der ersten großen Entdeckungen der Radioastronomie im Himmel, dass der Krebsnebel im Radiobereich zu beobachten war, sondern man hat diese nicht-thermische Strahlung im optischen entdeckt, das habe ich schon gesagt, und sogar im Röntgenbereich. Es gibt Röntgenstrahlung, die nicht dadurch entsteht, dass man irgendwelche, wie wir das im Labor machen, da beschleunigen wir Elektronen einfach in einem Kondensator und knallen es auf irgendein Metall, dabei entsteht Röntgen. Nee, hier entsteht Röntgenstrahlung dadurch, weil die Teilchen so unglaublich energetisch sind, dass sie bei ihrer Bewegung um das Magnetfeld herum Röntgenstrahlung emittieren. Dieser ganze Nebel ist ein einziges Energie-Powerhouse, da wird also richtig reingeschossen von irgendwas, denn dieser Nebel ist eigentlich ein Überdruckphänomen. Also nicht nur, weil dieser Stern explodiert ist, sondern weil auch die relativistischen Teilchen und das Magnetfeld, was hier drin ist, ist eigentlich ein Überdruck. Das Magnetfeld in diesem Nebel ist 100-mal stärker als das Magnetfeld sonst in der Milchstraße. Es stellt sich hier die Frage nach der Energiequelle für diesen Nebel, der seit 1000 Jahren offenbar da ist. Sie entsinnen sich, 4. Juli 1054. Seit 1000 Jahren ist dieser Nebel da und es wird eine unglaubliche Menge an Energie pro Sekunde da reingesteckt. Nämlich 100.000 Sonnenleuchtkräfte. Was ist das? Was kann da drin sein? Ich sag's Ihnen. 1967, also angefangen hat alles so in den 60er Jahren. Anfang der 60er Jahre stellte man auf einmal fest, dass in dem Krebsnebel mittendrin ist eine Punktquelle, eine Radiopunktquelle drin. Also in diesem Nebel mittendrin eine Punktquelle, die wahnsinnig viel Radioleuchtkraft abliefert. 1968 stellte man dann Folgendes fest, und das halte ich für einen der Triumph der relativistischen Astrophysik, der Kernphysik, der Anwendung von Kernphysik ins Universum. Man hat nämlich 1968 einen Pulsar entdeckt, im Nebel. Im Krebsnebel mittendrin steckt ein Pulsar. Der dreht sich mit einer Periode von 33 Millisekunden einmal um die eigene Achse. Der Wahnsinn. Nein. Also mit einer Periode von 33 Millisekunden tauchen Radiopulse auf. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Ein Pulsar ist ein Neutronenstern. 10 Kilometer große Kugel, im Prinzip, vielleicht ein bisschen größer, aber nicht viel größer. Mit einem wahnsinnig starken Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld dreht sich. So.
Ein drehendes Magnetfeld induziert elektrische Felder, Spannungen von bis zu 10 hoch 12 Volt pro Meter, also 10 hoch 12 elektrische Felder von 10 hoch 12 Volt pro Meter werden da aufgebaut. Unglaubliche elektrische Felder, die natürlich, ist ja klar, geladene Teilchen beschleunigen. Wie weit? Wie weit geht das? Ich meine, strahlt der, beschleunigt der irgendwo hin oder was? Nee, nee, geht nicht. Denn die Magnetosphäre, das ist ein Ausdruck, ne? Ja doch, das heißt so. Also das Magnetfeld, müssen Sie sich vorstellen, das Magnetfeld des Neutronensterns, nehmen wir an, das ist der Neutronenstern. Und aus dem Neutronenstern kommen Magnetfeldlinien raus und rein. So, hier und da. Und das ganze Ding dreht sich. Wenn eine Ladung auf diese Magnetfelder nun aufgebracht wird, mit einem ultrastarken Magnetfeld, hat die Ladung überhaupt keine andere Möglichkeit, als entlang der Feldlinie zu laufen. Und diese entlang der Feldlinie, es gibt nämlich ein paar Feldlinien, die kommen gar nicht wieder zurück, sondern die laufen raus, weil ihre Drehgeschwindigkeit, das ganze Ding dreht sich ja starr, ja, hier so, ja, so starr, die Drehgeschwindigkeit wird immer größer, je weiter ich rausgehe. Und irgendwann wird die Drehgeschwindigkeit dieser Magnetosphäre die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und da werden wahnsinnig viele Teilchen beschleunigt. Irrsinnig. Das heißt, der ganze Pulsar ist nichts anderes als ein Springbrunnen, aus dem Teilchen rauskommen und Magnetfelder. Woher kommt das? Kommt dadurch zustande, dass dieser ursprüngliche 8-Sonnenmassenstern, der dann explodierte, vor seiner Explosion in sich zusammengefallen ist. Und dabei wurde die gesamte magnetische Energie, die dieser Millionen Kilometer große Stern hatte, auf dieses winzig kleine Kügelchen in der Mitte konzentriert. Deswegen entstehen da so ultrastarke Magnetfelder, die also weit über alles hinausgehen, was man sich vorstellen kann. Die Felder sind so stark, wenn ich mich auf einem Neutronenstern einen Schritt bewegen würde, ja, Sie wissen ja, wenn ein Leiter, auch wenn ich bin zwar kein guter Leiter, aber doch ein bisschen was, wenn ein Leiter sich relativ zum Magnetfeld bewegt, dann wird er eine Spannung induziert. Die Spannung von meinen Füßen bis zu meinem Kopf wäre so gewaltig, dass hier solche Ströme flössen, dass ich praktisch verdampfen würde. Also Leben auf dem Neutronenstern ist eine heiße Angelegenheit. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Neutronenstern selber ist also eine elektrodynamische Maschine, ja, die nichts anderes macht, als die Drehung des Neutronensterns über Magnetfelder an den Nebel abzugeben. Der Neutronenstern reibt sich gewissermaßen an seiner Umgebung an. Und nun kommt das Tolle. Das Irre ist, dass der Neutronenstern eben diese Teilchen nach außen beschleunigt. Und dadurch entsteht ein Wind. Und dieser Wind, der hämmert nun mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit, nämlich fast Lichtgeschwindigkeit, in den Nebel raus. Und das seit 1000 Jahren. Und das kann man sogar beobachten. Es gibt verschiedene Stellen in dem Krebsnebel, wo man genau sehen kann, wie das, diese ultrarelativistischen Teilchen praktisch wie so ein Jet aus dem zentralen Gebiet herauskommen und in den Neutronenstern rausdonnern. Ja. Deswegen nicht-thermische Strahlung, nicht nur da, wo man sie sowieso schon in der Milchstraße immer kennt, nämlich im Radiobereich, sondern im optischen und im Röntgenbereich. Und es geht sogar noch weiter. Es könnte sein, dass die allerhöchsten Energien, die wir im Kosmos bis jetzt jemals gemessen haben, dass die ausgerechnet im Krebsnebel entstehen. Ja, und angefangen hat alles am 4. Juli 1054. Heute bin ich froh, dass wir Europäer wenigstens an der Forschung dieses Krebsnebels teilnehmen, wenn wir in Europa schon damals nicht festgestellt haben, dass da ein zweiter Stern am Himmel gewesen ist. Ich weiß nicht, was damals in Europa los gewesen ist, da kann man nur Vermutungen anstellen. Summa summarum fällt mir eigentlich jetzt zum Ende nur noch dieser wunderbare Satz ein von Goethe, der mal gesagt hat, Mikroskope und Fernrohre verwirren nur den gesunden Menschenverstand.